Ein wunderschönes Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Fae Farm. Das Spiel in Azuria, wo wir tun lassen können, was wir wollen und vor allem so springen. Ja. Yep. Das freut sogar unseren Hauptcharakter, der gute Miku, der hier plötzlich irgendwelche Sachen entdeckt. Wie diesen Pilz, der einen nach oben bounce. Im echten Leben hätte ich mega viel Schiss davor gehabt, wenn ich da hinspringen, raufspringen würde. Rosa Perrette Teppich. Meine Güte, wir entdecken sehr viel. Wir sollen zu Eddie den Seemann gehen. Der soll uns irgendwelche Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Haben wir hier eine Zeit im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ist das eine Uhrzeit so? Egal. Jupp. Ich meine, es ist halt eine Möglichkeit, was wir hier tun. Wir können wirklich wie ja, das ist ja lustig. Wir sind wie so ein Delfin. Wir sehen nicht nur so aus, wie wir aussehen, sondern wir können wirklich. Das erinnert mich ein bisschen. Wisst ihr, das erinnert mich ein bisschen an Herc's Adventure. Ich habe letztes Part ja gesagt, ich sehe aus wie so ein junger Gott. Jetzt bin ich wirklich Herkules in Person. Herc's Adventure auf PlayStation 1. So, das hat mich ein bisschen daran erinnert gerade. Na gut, wir sollen zu Eddie gehen. Der alte Seemann. Der uns hoffentlich ein paar gute Sachen erzählt. Ammonit. Die Frage ist halt auch, ist unser Inventar begrenzt? Ja, ne? Wir können nicht so viel mitnehmen. Wahrscheinlich. Ja, ein Outfit will ich nie ändern. Deswegen lasse ich das erstmal. Aber die Sachen. Nimmt er einfach. Weißt du, Tintfischvase. Er springt einfach wie so ein. Wie so ein Delfin einfach. Guckt es euch an. Raus wie ein Delfin springen. Und dann abrunden und dann, am Land abrollen. Hallöchen. Ein erfahrener Seemann, guter Fischer. Eddie. Hallöchen. Mein erstes Schiff war die Sandy und sie war nur ein kleines Boot. Wahrscheinlich ist sie auf dem Meeresgrund gelandet, nachdem ein Katzenwels ein Loch in ihre Seite gebohrt hat. Okay. Schön, dich zu sehen, Miku. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich bin Eddie, der alte Seebär von Azuria. Ich habe gehört, dass du jetzt einen kleinen Bauernhof bewirtschaftest. Das nehme ich dir nicht übel, auch wenn Fischer und Bauern nicht viel gemeinsam haben. Aber egal, denn nur mit einer Angelrute in der Hand macht das Leben Sinn. Glaub mir, das Meer ist mir allemal lieber als die Bäume. Was meinst du? Möchtest du ein paar Angeltricks von einem alten Seemann lernen? Fantastisch, dann lass uns loslegen, wann immer du bereit bist, Miku. Jo, ziel aus und fang einen Fisch, egal ob Salzwasserfisch oder Flussfisch. Ich gebe dir sogar meine alte Angelrute. Möge sie dir gut dienen. Du wirst deine Angelrute halten. Drücke L oder RB, um deine Ausrüstung zu wechseln. Halt deine Angelrute gut fest und wirfst sie so aus, dass der Schwimmer nahe des Mauls eines Fisches landet. Zieh ihn ganz langsam wieder ein, aber nicht zu schnell. Die hypnotische Bewegung sollte den Fisch zum Zuschnappen animieren. Dann holst du die Angelschnur ein, aber nicht mit einem Ruck. Wenn sie sich rot färbt, reißt sie leichter. Dann hör lieber kurz auf, bis sie wieder weiß wird. Mach so weiter und mit etwas Glück schnappst du dir einen Preis. Geh angeln und erzähl mir die Geschichte vom Fangen. Ja, gerne doch. Eddie, wir gehen angeln. Okay. Und, zack. Komm. Ne? Nein. Ich muss, glaube ich, ein. Ich muss hier stehen irgendwo. Hä? Willst du nicht mehr? Ach, jetzt. Es in Hand nehmen. Ach so, man kann auch noch hier. Blub. Komm. Na, du hast doch. Komm, du siehst ihn doch. Komm. Komm, beiß an. Ne? Muss ich irgendwas dabei drücken? Was? Irgendwas war rot. Irgendwas war rot, ne? Irgendwas mit rot war das. Eieiei, das ist wirklich schwer. Muss ich ehrlich sagen. Ich hab grad woanders hingeschwommen. Normal von vorne.
Das ist ein bisschen schwer ist das schon. Wir sollen einfach nur einen Fisch angeln. Na komm, siehst du doch. Ach Gott, wirklich. Dreht einfach mitten da um. Ey, das ist ja fürchterlich, oder? Wie seht ihr das? Er hat ihn gesehen. Oder? Wirklich? Ist das euer Ernst hier? Ja, gut gemacht. Dieser Fisch, wieso will der Fisch, wieso haut der Fisch die ganze Zeit ab? Was ist mit dem Fisch los? Er hat ihn gesehen. Nee, nicht wenn rot mal, wenn rot. Okay, jetzt verstehe ich. Nein. Okay, wir haben einen Fisch. Meine Güte, Eddie. Eddie, ich habe einen Fisch gefangen. Da musst du dir anschauen. Eddie, mein alter Freund. Hier. Hallöchen. Auf der Insel gibt es viel zu tun, du kleine Landratte. Sprich mit den Leuten und finde so viel wie möglich heraus. Bitteschön. Aha, du scheinst dich wackelig langsam, Miko. Erzähl mal, wie das Angeln gelaufen ist. Gut gemacht, Kleiner. Bald wird aus dir ein tüchtiger Seemann werden. Vielleicht verlässt du sogar eines Tages den Bauernhof und fährst zur See. So wie ich. Aber Glück davon. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Und du hast dich von einem Babyfisch zu einem prächtigen Sardine entwickelt. Nee, höchste Zeit, dass du unseren örtlichen Imker triffst. Mel, der Imker, kann dir das Fangen von Tierchen beibringen. Du solltest ihm genau zuhören. Ja. Tu ich. Mel. In der Weststadt. Ich sammle doch nichts ein, weil ich noch nicht weiß, ganz genau weiß, was die Leute von einem wollen oder wie man das alles handhabt. Aber wenn ich spätestens dann, wenn ich alles weiß, dann sammle ich auch ein. Ne? Dann sammle ich ein und verkaufe und werde Milliardär und alles und das, da liegt auch was rum. Weidenkorb, ja super. Bounce. Du bist Mel, der Imker. Hätte ich nicht gewollt, hätte ich nie erkannt, wirklich nicht. Das aber. Hallöchen. Du siehst, ist der Fischer dein Bruder? Ich vermisse den Schnee, aber das Frühjahrswetter ist auch nicht schlecht. Yay. Ein neues Gesicht, als er hört, dass jemand an die Küste gespült wurde, konnte ich es kaum glauben. Miko, oder? Schön, ich kenn's denn. Du hast bestimmt Glücksklebplatten in deinen Stiefel versteckt, da du die Strudel heil überstanden hast. Ich bin Mel, ich hoffe, es geht dir gut. Es ist schon lange her, dass sich jemand Neues zu uns auf die Insel gekommen ist. Ja, durch Zufall, ne? Wie soll denn jemand hier auf die Insel kommen? Da liegt auch was. Die Bienen sind deshalb ganz aus dem Bienenstock. Du bist gerade erst in den verlassenen Bauernhof gezogen. Da du neu bist, zeige ich dir, wie wir hier in Azuria Bienen und andere Tierchen fangen. Azuria ist ein Paradies für Tierchen, vor allem, weil sie uns Azurianern zahlenmäßig weit überlegen sind. Mach dir keine Sorgen darüber, was die Tierchen halten. Ich habe das sanfteste und behaglichste Tierchennetz der Welt entwickelt. Es ist, als würde man von einer Wolke aufgesogen. Hier, ich habe immer ein extra Netz dabei, nur für den Fall der Fälle. Ja, zum Beispiel ist ja auch Tierquälerei. Man muss da speziell zum Beispiel, wenn eine Hornisse mal irgendwo einbricht. So nachts im Schlafzimmer, wenn ihr das Fenster auf habt, draußen warm ist. Man hat keine Option, das Fenster zu schließen, weil sonst würde man vom Bett rutschen, so und so, so warm ist das und so heiß ist das im Sommer. Also ich meine, ich spreche jetzt überhaupt nicht aus meiner eigenen Erfahrung. Aber wenn dann mal nachts eine große 5-Meter-Hornisse reinfliegen. Jetzt okay, jetzt übertreibe ich. Aber wenn das mal passiert, wenn das mal der Fall sein soll. Es ist halt verboten, halt die mit dem Staubsauger aufzusaugen, weil die dann überall da drin am Rohr gegenknallen. Und die stehen unter Naturschutz, aus irgendwelchen Gründen. Da ist es ratsam. Die Feuerwehr lacht einen aus. Wollt ihr gar nicht das ankommen miteinander? Ey, wir haben hier eine scheiß Hornisse im Schlafzimmer. Das ist halt ein Riesenproblem, weil Allergiker und so. Ja, werdet ihr losgehen. Und dann die Feuerwehr sagt halt einfach nur, das Einzige, was man wirklich machen kann und sollte, ist alles Licht aus, Fenster offen und die Wohnung und den Raum verlassen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Das ist super, oder? Das ist wirklich super. Und dann kann man die halbe Nacht nicht schlafen. Weil da eine Scheiße und das ist. Egal. So.
Hier, ein extra Netz dabei, nur für den Fall der Fälle. Du hast ein Tierchen Netz erhalten. Drücke L oder RB, um deine Ausrüstung zu wechseln. Rüste dich mit dem Netz aus und wirf es zum Fangen von Tierchen aus, um deine Fangchance zu erhöhen. Nähere dich mit deinem Netz langsam den Tierchen. Geh einfach raus und schwing ein paar Mal das Netz, um ein paar Tierchen zu fangen. Und komm dann zurück. Du wirst dich bestimmt für das Fangen von Tieren begeistern. Irgendwie triggert mich das, dass der Text mal plötzlich so langsam reinscrollt und dann plötzlich, boom, ist er da. Versteht's nicht so ganz. Egal. Wir sollen 4 Tierchen fangen. Mit X sollen wir schwingen. Zack. Okay. Zählen die hier auch? Jetzt wird klar, es wird so einfach, ne? Siegelpfad. Okay, wir fangen da mal Tiere. Wenn wir welche finden. Habe ich dich. Ein Marienkäfer. Wie sich unser Herr, wie er sich freut einfach. Er ist einfach so, so ein Goldi. Einfach versteckt. Oh. Oh. Ich wurde davor gewarnt, ne? Ich wurde davor gewarnt. Dass hier irgendwas nicht ganz richtig läuft. Aber das dem werden wir noch auf den Grund gehen. Ich will jetzt hier Tiere fangen. Zum Beispiel diese Glühwürmchen. Ne? Komm her. Genau. Ist das dein Ernst jetzt? Bleibst du mal wo hier? Da liegt auch noch was. Bei uns hier sind keine. Ja, Jute-Teppich. Wieso versperren die mir den Weg? Ist das eine Kanone? Halt, da ist auch was. Yeah. Feldsteinzaun. Ganz gut, die Rezepte. Was ist das denn hier? Peridot-Siegel. Haben wir nicht. Okay. Wahrscheinlich ein Teleportal oder so, ne? Teleportal. So, jetzt sind hier irgendwelche Tiere noch. Ich hätte gerne Tiere. Gut. Da bin ich wieder. Ah, hallo. Der Frühling ist die schönste Jahreszeit. Es fühlt sich an, als würden alles in der Natur wieder zum Leben erwachen. Korrekt. Und wie war das? Toll, stimmt's? Du kannst das Netz behalten. Du hast eine tolle Technik. Ich bin mir sicher, dass du beim Fang von Tierchen große Erfolge feiern wirst. Vergiss nicht, dass die Tierchen dir die kleineren Geschenke hinterlassen können, wenn du sie in dein Gasthaus bringst. Aber darüber werden wir uns später sprechen. Die Bürgermeisterin meinte, ich sollte nichts überstürzen. Weißt du, es gibt viele Tierchensammler auf dieser Insel. Wenn du mal ein Tierchen fängst, kannst du es jedes Jahr verkaufen. In der Soria gibt es immer jemanden, der Lust auf Shoppen hat. Ehrlich gesagt, kannst du so ziemlich alles verkaufen und damit verdienst du Florin. Das ist unsere Währung, falls es dir noch niemand erklärt hat. Nur der Handel ist eigentlich Pearls Spezialität. Sie ist die Vorsitzende der Handelsgilde. Sie ist eine ziemlich große Nummer hier. Ich bin mir sicher, dass sie dir gerne mal alles über den Verkauf von Dingen erzählen würde. Du findest sie auf dem Parkplatz im Stadtzentrum. Es war ein Vergnügen, mit dir zu plaudern, Nico. Okay. Jetzt geht es darum, wir können alles, was wir finden, verkaufen quasi. Und natürlich auch zubereiten. Aber ich denke mal, ich will schon irgendwie um was schlafen. Nein. Linus? Aufgaben. Kann ich den irgendwie. Ich konnte die irgendwie anwählen, aber es ist schon dunkel, ne? Ich denke mal, jetzt will ich wirklich nach Hause. Ich will schlafen. Ja. Hui. Welches schlafen darf, vor allem. Das ist ja auch die Sache. Ja. Es ist noch früh, zu früh, um zu schlafen. Jetzt zum Schlafen zu gehen. Du kannst später in dein Bett schlüpfen und die ausruhen. Okay. Zu früh, um zu schlafen, aber es ist dunkel draußen und die Monster kommen raus. Ja gut, dann würde ich gerne die Quest auswählen. Pearl. So. Wahrscheinlich sagt sie mir so. Wahrscheinlich kriege ich hinterher noch ein Tutorial zum Schlafen. I. So. Die Erdkröte.
Soll ich alles verkaufen? Da freut sich, wer würde Kröte im Briefkasten. So. Guten Tag. Hi, der Frühling ist die schönste Jahreszeit. Es fühlt sich an, als würde alles in der Natur wieder zum Leben machen. Yay, mühsam verdiente Florin. Hi, Hetzi, du musst Biko sein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Pearl und führe die Handelsgilde an. Ich wette, du hast einen Haufen Sachen in deinen Taschen, die du gern loswerden würdest, stimmt's? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du den ganzen Krimskrams in waschechten Florin verwandeln kannst? Tatsächlich? Du kannst das Zeug für Florin verkaufen. Hier und jetzt. Na gut, auf dem Markt und das Geld, erhältst du auch nicht gleich. Jetzt ist nicht die Zeit für Fragen, sondern zum Zuhören. Pass gut auf, denn was sie jetzt sagen, könnte dem verändern. In Azoria wird alles verkauft. Alles. Pflanzfasern? Schon verkauft. Lehm? Welches der Frühlingspfeifer? Verkauft. Und es ist so einfach, dass sogar ein Gackeri es schaffen könnte. In der Mitte des Marktes stehen Tische. Wenn du etwas auf sie legst, ist es am nächsten Morgen schon verkauft. Ich weiß, was du dich jetzt fragst. Wer kauft das alles? Das ist ganz einfach. Azuri hat eine gesunde Wirtschaft voller Käufer, die sowohl nach Schrott als auch nach Edelstein verhungern. Deshalb habe ich ein Kissen, auf dem steht, das Inventar des einen Azurianers ist die Quelle des anderen. Versuch mal ein paar Dinge zu verkaufen auf den Markttisch zu legen. Bürgermeisterin Mary wird sich freuen, dass du zur azurianischen Wirtschaft beiträgst. Finde sie, wenn du fertig bist. Ja, drei Stück soll ich drauflegen? Okay. Dann legen wir drei Stück auf. Mit X verwenden wir. Einmal diese dicke Kröte. Dann, die geleckte Weinbergschnecke. Gefleckte, nicht die geleckte. Nicht an Schnecken lecken, Leute. Wie komme ich da drauf? Ein langsames Tierchen, das nachts und bei Regen durch das Flachland kriecht. 10 alles wert. Was haben wir irgendwas Wertvolles? Ja, der Lachs. Ein frischer Fettfisch. Er taucht an der Küste im Frühling auf. Geht der Fettshaming hier schon los? Nee, kommen wir rauf da. Und dann tun wir die Schnecke auch nochmal rauf, ne? Ja. Okay, fertig. Und dann liegen die tatsächlich drauf. Oh, wie nett ist das denn gemacht? Guckt ihr euch an. Ja, da verwendet ihr doch gleich alles. Warum? Weg hier. Brauchen das doch nicht. Gut. Ja. Wie es aussieht, das ist aber cool. Okay, machen wir weiter. Nicht an Schnecken lecken, Leute. Hi. Also, er kann sich glücklich schätzen, dass du da bist. Ach, das hast du mir schon mal erzählt. Yay! Marketing meistern. Abgeschlossen. Was? Kapitel 1 abgeschlossen. Wir haben neue Post. Überprüfung ist abgeschlossen. Okay. Das war Kapitel 1. Ein dorniges Problem. Ich bin gespannt. Und wir haben direkt geschlafen. Yay, okay. Also, ich weiß nicht, wann das Spiel wirklich sich öffnet, aber wir können wirklich schon sehr viel machen. Wir haben jetzt viele Sachen gesammelt. Ich bin da ein bisschen baff, wie einfach das Spiel gehalten ist. Weil man kann einfach... Ja. Man kann einfach eine Taste drücken und dann ist das weg. Das gefällt mir. Doch. Lehm. Ist das eine unendliche Lehmquelle? Nee, ich dachte schon. Wieder einfach dieses Stückchen Holz hintergeschlichert, ne? Na? Wir könnten. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Lust, hier das alles wegzuernten. Guck, kurz im Inventar, ich bin noch ein bisschen. Ja. Was ist das hier? Pflanzenfasern, okay. Brauche ich nicht die Materialien, auch die Steine und so weiter? Rübensamen. Okay. Wir haben jetzt mehr Energie da oben bei den Grünen, aber die ist unsere Leitlinie größer. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ist das irgendein temporärer Effekt? Bleibt das so? Müssen wir wohl herausfinden. So.
So. Können noch den Route das hier, ne? Ja, mach doch mal. Das ist mehr wert. Müssen wir nichts essen? Kein Hunger, keine Hungerleiste oder so? Scheinbar nicht. Okay. Na gut, gehen wir erstmal nach den Briefkasten gucken, ne? Guck, schau in den Briefkasten, was steht denn da drin? Mehrspielerspaß. Meine treue Fae-Farm-Bauernseele. Wusstest du, dass du Freunde der fabelhaften Welt oder der fabelhaften Welt, die du als Schaffer hast, beiträgen können? Drück einfach da die drei Striche, um das Hauptmenü zu öffnen, und wähle dein Mehrspiel aus. Dann kannst du deine Freunde zu einem Online-Spiel einladen. Wenn du lieber ein Lokalspiel veranstalten möchtest, kannst du dann bitten, in ihren Titelbildschirm aufzurufen und dort auf Welt betreten klicken. Viel Spaß beim gemeinsamen Spielen. Lust auf Farbe. Hi Miku, ich habe gehört, dass du eine neue Stadt bist. Vielleicht willst du ja deine Möbel und deine Kleidung mit einem bisschen Farbe, ein neues Antlitz verleihen. Ich schicke dir eine Auswahl meiner besten Farbtöne. Wenn du noch mehr möchtest, besuche ich gerne den Laden. Viele davon sind im Angebot. Dann haben wir hier noch Tag 2. Verstreute Schriftrollen. Okay, da haben wir schon erfahren, was ein paar gesammelt, ne? Die magischen Stürme, die Trümmer umherfliegen ließen, hatten eine merkwürdige Wirkung auf unseren Laden. Kurz gesagt, der Wind hat viele unserer Rezeptschriftrollen in alle Richtungen verstreut. Wir möchten jedoch nicht, dass die zurückgegeben werden. Betrachtet sie stattdessen als unseren Beitrag zur Verschönerung von Azoria. Folge diesen Rezepten und stell ein wunderbaren Ding her. Also so wie ungefähr wie mein, als ich ein Kind war, wie ein Kanarienvogel. Wir hatten in der Nähe eine kleine Zoologie. Ja, wie ist denn, so ein kleiner Tierladen. Ich habe keine Ahnung, Tierladen. Hört sich auch komplett falsch an. Ich habe halt lange keine Haustiere mehr gekauft, seit ich Kind war, mit meinen Eltern. Und da ist mein Kanarienvogelkäfig mal aufgegangen und ich habe einen Kanarienvogel als Kind mitten auf der Wiese eingefangen. Und der hat auch gesagt so, ja, nee, kannst behalten. Entkommen ist entkommen. Eine besondere Schriftrolle erhält zum Beispiel das Rezept für einen Personalisierungsspiegel. Diese magische Erfindung erlaubt es dir, dein Haar, deine Körperform und dein Gesicht zu verändern. Du kannst dein Aussehen nach Belieben verändern. Diese und andere wunderbare Kreationen warten auf diejenigen, die unsere Rezepte finden und befolgen. Eure bescheidenen Kaufleute, Emily und Charles. Magischer Unfug. Hi Miku. Dir sind vielleicht ein paar ungewöhnliche magische Dinge aufgefallen, die in Azoria vorfallen. Es ist nichts Ernstes. Aber irgendwie schon. Kannst du mir kommen, damit wir darüber reden können? Bitte. Alaric der Zauberer. Finde Alaric. Zeig mal, wo ist denn Alaric? Alaric. Da, in Oststadt. Gut, dann verfolgen wir es mal. Da rechts sind die Salzwasserminen. Das hört sich schon sehr böse an, ne? Und das Feld können wir uns auch noch irgendwann. Alter, dass man überall runterspringen kann, das ist. Eieiei. Ich fange einfach mal ein, ne? Soll schon schief gehen. Diese Kröte hier, diese Kröte. Bleib stehen! Nein! Dieser verpufft! Vielleicht war das sogar ein Prinz! Der Prinz meiner Träume! hallo! Oh, hallo! Ehrlich gesagt, es ist wirklich schön, eine weitere Zauberstelle auf der Insel zu haben. Wieso das denn? Eine botanische magische Plage! Ich grüße dich, Miku Ebe Alaric, der bescheidene Zauberer von Azoria! Die Bürgermeister am liebsten alle unseren Titel aussuchen. Nur bei Mels ersten Titel legt sie ihr Veto ein. Azurias Honigbär. Natürlich. Du fragst dich, warum ich dir geschrieben habe? Okay. Also, in Azuria gibt es eine Menge Magie. Wilde Magie, um genau zu sein. Und zwar unkontrollierte, möglicherweise gefährliche Magie. Oh nein, ich will dich nicht beunruhigen. Nein, nein, warte. Eigentlich schon. Das ist ziemlich gefährlich. Du fürchtest dich vor nichts? Das hört sich gut an. Hilft aber wahrscheinlich nicht dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde dir einen Zauberstab bauen. Damit kannst du dich schützen und dir etwas von deiner wilden Magie nur zunutze machen. Oh, da knurrt mein Magen. Ich war so nervös, dass ich vergessen habe zu essen. Ich habe schon seit Tagen nichts in Ordnung mehr gegessen. Meinst du, du könntest mir etwas Leckeres kochen? Ich habe schon viel zu viel rohe Muscheln verschlungen und bin kurz davor, mich selbst in eines verwandeln. Hol dir eine Muschel vom Strand und liefere Alaric die gegrillten Meeresfrüchte. Ja, mach ich doch gerne. Hoffentlich bringt er mir auch ein Wingardium Leviosa bei. Sehr gut, das Mindeste. Gut, zum Strand.
Liegen die einfach so rum? Ich gehe da mal, ne? Das ist kein Strand. Aua. Wobei, das ist der Hafen. Hafen ist kein Strand. Da liegt aber wieder eine Schriftrolle. Ein Picknickkorb. Ist das nicht herzallerliebst? Diese Sprungmechanik ist einfach so witzig. Die ist ganz. Das geht. Das ist ganz klein. Strand. Halt. Halt. Bei der Verweilbucht, dann müssen wir nach hier Westen. Immer nach Westen. Da haben wir eine Kneipe. Ist das eine Kneipe? Das sieht aus wie eine Kneipe. Schwarzes Brett. Da ist ein Strand. Schwarzes Brett haben wir hier auch. Was stand da? Wegen der Strudel? Wegen der Strudel gibt es heute keine Versandverträge. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Da sind Muscheln. Guck mal. Ein paar Miesmuscheln. Wenn man da reintretet, während sie am Strand liegen. Kann man die seeständig einsammeln? Ja. Schnell machen sie auch nicht die Füße auf. Ja, nein. Überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Meine Güte, wie ist das Reich hier so riesig? Bounce. Da ist eine Honigbiene. Die Bienenkönigin sogar. Gut. Können wir die grillen? Also die Muscheln, nicht die Honigbiene. So. Riecht die das? Ja, das sind Muscheln. Genau das. So riechen Muscheln. Wenn ich das Inventar öffne, sind die Muscheln schon gegrillt, oder? Nee. Du musst sie tatsächlich jetzt nehmen. Indem ich sie so öffne, ne? Und dann habe ich sie automatisch im Inventar, oder? Ja, gegrillte Meeresfrüchte. Meeresfrüchte vom heißen Grill. Denn zum Glück ist der Grill heiß. Hätte er keinen Nutzen, wenn er kalt wäre, ne? Hätte er keinen Nutzen. Dip, 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 dip. Okay, gut, ich weiß nicht, wo der Boot. Irgendwo in der Nähe war der, ne? Es war nicht weit weg. Hau doch einfach ab. Da ist er. Harry Potter. Guten Tag. Tag auch. Meine beste Arbeit lässt sich unter Druck geben. Davon gibt es auf Osoria allerdings nicht so viel. Weil es ja alles entspannt ist, ne? Ich weiß. Wenn du mir ein paar leckere, selbstgekochte Speisen bringst, werde ich genug Energie haben, um dir einen Zauberstab zu bauen. Liefere alle gegrillte Meeresfrüchte. Hier habe ich vor. Bitteschön. Ich muss zurück und ich rieche Essen. Ich kann spüren, wie ich dann wieder an Kräften gewinne. Ich kann es kaum erwarten, alles zu verschlingen. Ich werde heute Abend in meinem Alchemielabor herumwerken und morgen früh hast du dann einen eigenen Zauberstab. Da bin ich sehr froh, aber bitte, ne, nicht mit Schale essen, ohne. Ne? Normalerweise empfehle ich niemandem, die ganze Nacht durchzuarbeiten, aber wir leben in schlimmen Zeiten. Triff mich morgen, da, wo die Dornen am dichtesten sind. Wir testen erst die Robustheit deines Zauberstabs, bevor wir das magische in Angriff nehmen. Ja, besiege morgen die Dornen mit Alaric. Gut. Morgen. Weiß Bescheid. Da liegt noch was. Der grün karierte Teppich. Also wenn wir so viel finden, das Spiel will dann quasi auch, dass wir uns mit Deko eindecken und der Zaubermob. Wie in Disneys Fantasie. Das Spiel will ja quasi, dass wir halt die Sache. Ich weiß nicht, ich werde hier wahrscheinlich das ganze Spiel überlang durch die Gegend hüpfen, weil ich das so lustig finde. Dieses Sprung, das ist einfach so witzig. Ja. Ihre königliche Hoheit, Herrscherin über Pollen, Bohnen und Bienenstock, kann überall in der Zuri gefunden werden. Ich weiß nicht, ob ich die verkaufen soll. Wahrscheinlich kann man sogar nachher Bienenstöcke machen, wenn wir, dann brauchen wir die Bienenkönigin. Ich behalte die erstmal und tu die eventuell mal im Lager, oder? Haben wir ein Lager? Weil die Bienenkönigin scheint mir doch ein bisschen wichtiger zu sein, also. Also in anderen Spielen ist das halt immer der Fall, ne? Genau. L. Gut. Achso, man kann auch, wenn man A drückt, darauf gehen. Dann da direkt auswählen. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir heute einiges erreicht. Ich werde jetzt mal demnächst dann auch mal, was heißt, wenn ihr es hier schon seht, die ganzen Parts, ich habe das jetzt in den ersten, zweiten aufgenommen. Ich werde das auf Probe Let's Play machen, um zu schauen, wie es bei euch ankommt. Und wenn es halt wirklich nicht gut ankommt, dann werde ich halt ist halt die Sache, ne? Ist halt die Sache, weil ich... Es läuft gerade nebenbei noch Final Fantasy 16. Das ist halt die Sache und deswegen... Ich habe mich jetzt überreden lassen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt Bock. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Ich bin immer bei so neuen Projekten immer so zwiegespalten. Also, ob das gut bei euch ankommt. Aber ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare hauen. Ob euch das Projekt gefällt. Also mir gefällt es bislang. Ich finde den Artstyle super. Für mich ist halt jetzt nur eine Ungewöhnung, weil ich halt immer viele von der Konsole spiele und dann hier jetzt das hier. Aber das interessiert euch nicht, ne? Es interessiert euch nicht. Ich weiß, es tut mir leid. wir werden dann im nächsten Part die Dornen mit Alaric besiegen. Und worauf ich auch hinaus wollte ist, ich habe noch kein Schimmer, wie ich die Thumbnails mache. Ich habe noch nichts gemacht, weil es halt sehr, sehr spontan gestartet wurde, dieses Spiel. Ja, dementsprechend mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Spiel speichert automatisch und dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Haut rein und tschüss.